Hey Leute, weiter geht es mit Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. Jetzt wird das Ganze ein bisschen hier unübersichtlich. Im letzten Part haben wir ja vieles zum Thema Lipski erfahren. Ihr erinnert euch. Und da sind wir mit Holmes hier in das Wespennest gegangen. Und jetzt müssen wir mit Watson den patrouillierenden Officer finden. Ich glaube, das war der Officer Smith, wenn ich mich richtig erinnere. Gehen wir doch mal zu diesem Officer und fragen wir, ob er Smith ist. Guten Abend, Constable. Guten Abend, Sir. Mein Name ist Dr. Watson. Sind Sie zufällig Constable Smith, der für diesen Abschnitt des Viertels zuständige Streifenpolizist? Ja, der bin ich. Und Sie arbeiten mit dem berühmten Sherlock Holmes zusammen, nicht wahr? Was kann ich für Sie tun? Ja, Constable Smith, genau. Todeszeitpunkt. Soweit ich weiß, hatten Sie in der Mordnacht hier Streifendienst. Wahrscheinlich können Sie einige Einzelheiten bestätigen. Beispielsweise den vom Gerichtsmediziner angegebenen Todeszeitpunkt. Ich war nicht hier, als die Leiche gefunden wurde. Deswegen kann ich Ihnen wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Und das Opfer? Aber ich habe gehört, Sie hätten das Opfer in der besagten Nacht gesehen. Stimmt. Aber das war vor dem Mord. Ich habe die Frau nicht weit von hier gesehen. Gegen 0.30 Uhr oder 0.35 Uhr. Sie hat sich mit einem Mann unterhalten. Okay, was denn für ein Mann? Wie sah dieser Mann aus? Ich habe ihn nur von hinten gesehen. Er hat schwarze Kleidung getragen, einen kleinen Filzhut in dunkler Farbe, eher wie eine Kappe, und hatte einen weißen Kragen. Er schien eher zu den ansehnlichen Leuten zu gehören. Er hat ein Päckchen bei sich gehabt, eingewickelt in Zeitungspapier. Es war ungefähr 18 Zoll lang und 6 Zoll breit. Seine Kleidung erinnert mich an jemanden, den ich kenne. Handelte es sich um einen großen Gentleman reifen Alters? Ich glaube nicht, nein. Auch wenn ich ihn nur von hinten gesehen habe, würde ich sagen, dass er knapp 30 Jahre alt war, wenn nicht sogar jünger, 28 oder vielleicht gerade mal 26. Er war allerhöchstens 5 Fuß 8 Zoll groß und hatte einen kleinen dunkelbraunen Oberlippenbart. Ich würde sagen, er hatte einen Oliventon. Aber um es noch einmal zu betonen, ich habe ihn nur ganz kurz gesehen. Aber dafür hast du eine sehr gute Auffassungsgabe, Officer Constable Smith. Weitere Zeugen? Hat sonst niemand diesen Mann gesehen? Ich habe über die Tatnacht vorhin mit Mr. Eagle gesprochen, dem Vorsitzenden des Arbeitervereins. Er ist in jener Nacht gegen 0.40 Uhr ins Vereinsgebäude gegangen und hat es über den Duffields Yard betreten, weil der Haupteingang abgeschlossen war. Er meinte, er hätte in diesem Augenblick dort sicher niemanden gesehen, wobei er dem Treiben in der Burner Street selbst keine große Beachtung geschenkt hätte. Er hätte auf das Lied geachtet, das aus dem Vereinsgebäude zu hören war. Kurz gesagt, nein, sonst hat niemand diesen Mann gesehen. Gut, ich danke Ihnen für das Stillen meiner Neugier, mein Freund. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen, Doktor. Dankeschön. Mr. Eagle. Holmes. Duffield's Yard. Sie steuern Sherlock Holmes. Gehen wir zum Duffield's Yard, Watson. Zum Duffield's Yard. Da werde ich wahrscheinlich auf die Karte müssen. Karte von London. Oder? London Hospital, Wolf. Hanbury Street. Barnes Buchhandlung. Ist es hier Duffield's Yard? Hab schon einige Zeit nicht mehr gespielt, Leute. Deswegen muss ich mich immer wieder mal orientieren. Lucy Pension, Duffield's Yard. Wo ist denn Duffield's Yard? Nochmal. Wir müssen in den Duffield's Yard, nicht weit vom Westen. Ach so, das ist dieser Hinterhof jetzt da. Sag's doch gleich, das wird das hier sein. Burner Street. Ach so. Burner Street. Ist das hier nicht der Duffield's Yard? Duffield's Yard. Gut. Wie kommen wir denn hier rein? Wir müssen in den Duffield's Yard. Ja, ich wollte da rein, wenn der Watson sich nicht so blöd dahingestellt hätte, hätte ich es auch getroffen. Gut, wie komme ich da rein?
dann gehen wir eben in die Ego-Perspektive. Ah. Sie haben Constable Smith geschickt befragt und konnten ihm interessante Details entlocken. Ich habe alle verfügbaren Informationen zusammengetragen und Sie haben meine Notizen in der Baker Street gelesen. Jetzt können wir die Tat rekonstruieren, wie sie sich in dieser verhängnisvollen Nacht am Ort des Verbrechens ereignet hat. Hier im Dudfields Yard, um genau zu sein, wo Lestrade den Tod gefunden hat. Oh, okay. Mitternacht, die Zusammenkunft im Arbeiterverein endet. Und jetzt? Rekonstruktion der Fakten, Mord im Dudfields Yard. Wie kann ich denn die nehmen? Ach, da muss ich die Figuren nehmen. Ich wollte mal die Zettel nehmen. Also gut, 1 Uhr. Ich nehme mal an, dass ich die hier der Zeit nach anordnen muss. Um 1 Uhr will Mr. Deemschutz mit seinem Karren in den Hof fahren. Das Pony weigert sich jedoch weiterzutraben. Wir wissen, dass der Mord zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr verübt wurde. Daher muss Mr. Deemschutz den Mörder gestört haben. Mitternacht. Die Zusammenkunft im Arbeiterverein endet. Die Vereinsmitglieder, hauptsächlich jüdische Männer, verlassen entweder allein oder in kleinen Gruppen nach und nach das Gebäude. Das ist um 20. Um 0.20 Uhr verlässt der Amerikaner den Arbeiterverein, um frische Luft zu schnappen. Die Straße ist menschenleer. Okay. 0.40 Uhr. Um 0.40 Uhr betritt Eagle, der Vorsitzende des Vereins, das Gebäude über den Dudfields Yard. Er ist also durch den Dudfields Yard gegangen. Hätte sich der Mord an Lestrade bereits ereignet, wäre er wohl auf die Leiche gestoßen. Daher können wir annehmen, dass die Tat später begangen wurde. Dann was haben wir hier? Zwischen 0.30 Uhr und 0.35 Uhr. Kannst du Smith sieht, wie sich der Mann mit dem Päckchen mit Lestrade unterhält. Okay. Zwischen 0.30 Uhr und 0.35 Uhr sieht Constable Smith, wie sich der Mann mit dem Päckchen mit Lestrade unterhält. Okay, 0.43 Uhr, Israel Schwartz geht am Dudfields Yard vorbei und wird Zeuge der Handgreiflichkeiten gegenüber Lestrade. Okay. Um 0.43 Uhr geht Israel Schwartz am Dudfields Yard vorbei und wird Zeuge der Handgreiflichkeiten gegenüber Lestrade. 0.45 Uhr, Israel Schwartz wechselt die Straßenseite der Angreifer, sieht ihn und ruft Lipski. Um 0.44 Uhr wechselt Schwartz die Straßenseite. Der Angreifer sieht ihn und ruft Lipski. Der Angreifer muss es seinem Komplizen am Ende der Straße zugerufen haben. Dabei hat er vielleicht mit seinem Kopf auf Schwartz gedeutet, um zu signalisieren, dass er diesen ungebetenen Passanten fortjagen soll. 0.45 Uhr, Israel Schwartz läuft davon und wird für eine kurze Zeit von diesem Mann verfolgt. Um 0.45 Uhr läuft Schwartz davon und wird für eine kurze Zeit von diesem Mann verfolgt. Platzieren wir den Mord an Lestrade auf der Zeitachse, Watson. Tja. Wie kann ich das jetzt machen? Ach, da kann ich das hier nehmen. Der Mord an Lestrade. Im Grunde hier zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr. Zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr wird Lestrade ermordet. Das Verbrechen wurde genau hier begangen, weil ausschließlich an dieser Stelle Blutspuren zu erkennen sind. Wir werden gleich wieder darauf zurückkommen, um zu erörtern, was genau sich zugetragen haben könnte. Nun, uns fehlen immer noch gewisse Informationen, um diese Untersuchung abschließen zu können, Watson. So. Dann gucken wir doch uns mal hier um. Denn hier ist der Mord passiert, eindeutig. Da kann man raufgehen. Oh, hier kann man, Moment, hier ist eine Tür. Diese Tür führt zum Sozialistischen Arbeiterverein. Diese Tür führt zum Sozialistischen... Okay, da kann man nicht drauf. Ich dachte, da kann man vielleicht drauf. Sch-
schaut so aus, als hätte ich hier schon alles entdeckt. Ich dachte, da wäre jetzt noch einiges zu entdecken. Schauen wir uns mal den Tatort an. Watson, stellen Sie sich vor, wie das Opfer hier auf dem Boden lag. Ihre rechte Hand und Ihr Handgelenk sind blutverschmiert. Die rechte Hand und das Handgelenk waren blutig. Was haben wir hier? Ihre linke Hand umschließt eine Tüte mit Pastellen. Ah ja, genau. Natürlich der Hals. Am Hals ist nur ein Schnitt erkennbar, der leicht schräg nach unten weist. Ihre Knie und das Kleid sind sauber. Okay. Am Hals ist nur ein Ja, das hatten wir schon. Ich glaube, das war's zumindest hier. Ah, nee, war es nicht, weil ich habe hier immer noch eine nicht grüne Lupe. Ihre Knie und das Kleid sind sauber. Ist irgendwo ein Knopf, der fehlt? Nee. Der Boden ist matschig. Jetzt habe ich, glaube ich, alles. Jawohl, jetzt habe ich alles. Mit Watson reden. Werfen wir einen Blick auf unsere Zettel mit den Schlussfolgerungen, Watson. Ja, mach doch. Ach, nee. Herleiten? Ah, okay. Wie sind das dieses Mal angeordnet? Also, die Halsschlagader wurde nicht durchtrennt, weil es nur ein leichter Schnitt war. Jetzt, die rechte Hand und das Handgelenk waren blutig. Wo kommst denn du hin? Hier? Am Hals wurde ein sauberer Schnitt durchgeführt, der von rechts ausgehend leicht schräg nach unten wies. Der Boden war matschig. Und die Knie und der untere Bereich des Kleides waren sauber. So, jetzt schauen wir mal. Boden war matschig, Knie und der untere Bereich des Kleides waren sauber. Das Opfer war vorsichtig, das Opfer hat sich auf dem Boden nicht gewehrt. Das Opfer hat sich auf dem Boden gewehrt. Ich hätte gesagt, das Opfer hat sich auf dem Boden nicht gewehrt. Das Opfer wurde auf dem Boden liegend ermordet. Das Opfer hat sich den Schmutz von der Kleidung gewischt. Liegend ermordet. Lestrade stand auch mit dem Rücken zum Mörder. Der tödliche Schnitt erfolgte im Liegen. Natürlich im Liegen. So, dann haben wir hier, der Hals wurde in einen sauberen Schnitt durchgeführt. So, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder eine Hand. Also, am Hals wurde ein sauberer Schnitt durchgeführt, der von rechts ausgehend leicht schräg nach unten wies. Der Schnitt wurde mit der rechten Hand ausgeführt, würde ich sagen. Wow, da kann man aber viel Schlussfolgern draus jetzt. Das Opfer erlitt nur eine Verletzung, die jedoch tödlich war. Das Hals des Opfers wurde verrenkt. Am Hals war nur eine oberflächliche Verletzung zu erkennen. War nur oberflächlich, war nicht tiefgehend. Der Mörder hat den Schnitt von unten durchgeführt. Der Mörder hat den Schnitt von oben durchgeführt. Der Mörder hat den Schnitt auf gleicher Höhe mit dem Opfer durchgeführt. Ich hätte gesagt von oben, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Lestrides Mörder ist größer als das Opfer. Nein, das stimmt nicht. Kleiner? Das passt jetzt aber auch nicht. Ungefähr so groß. Der Mörder hat auf gleicher Höhe. Nee, das ist es aber auch nicht. Hat den Schnitt von unten durchgeführt, kann das sein?
ist kleiner. Auch nicht. Irgendwo habe ich in meiner Schlussfolgerung noch ein Problem. Ja. Nochmal. Am Hals wurde ein sauberer Schnitt geführt, der von rechts ausgehend leicht schräg nach unten wies. Ich hätte gesagt, der wurde mit der rechten Hand durchgeführt, der Schnitt. Ich glaube, das ist schon richtig. Am Hals war nur eine oberflächliche Verletzung zu erkennen. Hat den Schnitt von oben durchgeführt. Größer. Ja, das ist ja, das ist mal wieder sehr, sehr rätselhaft alles. Also, ich fürchte, das wird dann damit enden, dass ich hier alles durchprobiere. Ich gehe mal jetzt einfach zum nächsten über. Der Mörder ist kräftig, der Mörder ist schwach, der Mörder ist Holzfäller. Ich hätte gesagt, der Mörder ist, schwach. Das du als Mörder ist ein schwacher Mann. Auch nicht. Das du als Mörder ist eine Frau. Sehr spannend. Der Mörder ist kräftig. Ist ein kräftiger Mann. Ah, der Mörder ist ein kräftiger Mann. Wurde mit der rechten Hand durchgeführt. Wahrscheinlich, weil er nur mit einer Hand durchgeführt wurde. Die rechte Hand und das Handgelenk waren blutig. Die Halsschlagader wurde nicht durchtrennt. Das Opfer hat aus der Nase geblutet. Der Mörder hat dem Opfer in die Hand geschnitten. Das Opfer hat sich an den Hals gegriffen, hätte ich gesagt. Die Klinge, das ist beim Mörder an Lestrade für ein Messer, war schmal. Lestrade wurde mit einem Wiegemesser ermordet. Die Klinge, das beim Mörder an Lestrade verwendete Messer, war breit. Schmal, okay. Gut, der Schnitt wurde mit der rechten Hand durchgeführt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ist Rechtshänder. Jawohl, das stimmt. Gut. Das heißt, ich muss jetzt hier... In einem von den beiden Strängen habe ich einen Fehler. Ich würde aber sagen, Leute, das lösen wir dann im nächsten Part auf, denn sonst wird dieser Part zu lange. Und ich muss auch gestehen, ich brauche eine kleine Pause, weil mir schwirrt gerade der Kopf vor dieser kombinatorischen Kombinatorik. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.